Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu Steam Montag und heute werfen wir einen Blick auf Raft. Denn dieses Game befindet sich gerade bei den Top-Sellern auf Platz 1, kostet 20 Euro und ist ein Survival-Game. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja gerade so ein bisschen süchtig nach Survival-Games und naja, und ich habe auch Subnautica gespielt, deswegen bietet sich das natürlich brutal an. Werfen wir also einen Blick auf Raft. Dieses Game ist schon länger in der Beta-Phase gewesen. Ja, der gute Max hat es auch schon vor 100 Jahren gespielt. Nun ist es quasi released und wir schauen uns das Game mal so ein kleines bisschen an. Und ich selber habe jetzt schon sehr, sehr viel für den Zweitkanal aufgenommen und die ein oder andere Stunde auch gestreamt. Und ich muss dazu sagen, grundsätzlich ist es ein solides Game, okay? Es hat definitiv seine Schwächen, aber auch seine Besonderheiten und da werfen wir einen Blick drauf. Beginnen wir aber zunächst mit dem Einstieg. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dieses Spiel nicht nur alleine zu spielen, sondern im Koop, was schon mal sehr, sehr geil ist. Ihr habt verschiedene Schwierigkeitsstufen und ihr könnt euch quasi verschiedene Spielstände, also verschiedene Welten erschaffen. Bezogen auf das Game selbst wird einem auch relativ wenig vermittelt. Du startest ganz einfach auf einem sehr, sehr kleinen Floß, na, hast so einen krassen Enterhaken in der Hand und musst überleben. Dir wird quasi nicht erzählt, wer du bist oder was du machst oder was so ein bisschen das Ziel ist. Und die Dinge, die du dir im Spiel bauen kannst, indem du den Müll im Meer quasi einsammelst, wird so ein Stück weit erklärt. Also auf jeden Fall besser als in Don't Starve, sagen wir es mal so. Das heißt, die Anfänge bestehen darin, dass ihr erstmal sehr, sehr viel Müll einsammelt. Na, Holz und Plastik, auch die ein oder andere Pflanze befindet sich im Meer. Und nun fangt ihr an, die ersten simplen Dinge zum Überleben zu craften. Das heißt, ihr könnt nicht nur euer Boot an sich größer machen, sondern könnt für eine Grillstelle sorgen. Ihr müsst irgendwie Wasser bekommen, weil Salzwasser kann man nicht trinken. Dazu muss man natürlich auch erstmal einen Becher craften und so weiter und so fort. Das heißt, das Crafting-System in diesem Spiel ist sehr, sehr straightforward. Es wird auch einem solide erklärt, was man braucht. Und ich persönlich habe ja sehr spät diesen Plus-Button entdeckt. Das heißt, wenn euch Materialien fehlen, könnt ihr einfach auf diesen Plus-Button klicken und diese Materialien im Menü selber craften. Was sehr, sehr nützlich war. Habe ich aber erst spät entdeckt. Ja, bin halt dumm. Naja, und der Survival-Faktor wird dabei auch sehr groß geschrieben. Das heißt, nicht nur Durst- und Hungerbar muss irgendwie aufgefüllt werden, sondern es ist auch eine große Bedrohung im Wasser. Denn ihr müsst quasi permanent gegen so einen komischen Hai kämpfen. Der treibt so im Wasser herum, macht so sein Ding und zwischendurch beißt er einfach dein Boot, okay? Der fängt einfach an, dein Boot anzugreifen. Ja, und diese Angriffe sorgen dafür, dass er das ganze Teil, was ihr dorthin gestellt habt, runterreißt, okay? Er macht's kaputt. Naja, und wenn ihr ihn nicht bekämpft, ist irgendwann euer gesamtes Boot im Arsch und ihr seid im Wasser und, glaube ich, so nach 3 Angriffen seid ihr tot. Ist also nicht so schön. Dieser Hai stellt also eine aktive Bedrohung dar. Naja, und um sich gegen diesen zu wehren, könnt ihr Speere machen. Am Anfang sind das noch Holzspeere, später könnt ihr die dann noch weiter ausbauen, das ist klar. Aber mit diesem Speer könnt ihr den Hai angreifen, damit er von eurem Boot loslässt und ihr seid in der Lage, die angebissenen Teile zu reparieren. Das ist quasi die permanente Bedrohung, die ihr habt. Wie sich das Ganze gamemäßig auswirkt, schauen wir noch später. Fakt ist allerdings, dass der Tech-Tree in diesem Spiel sehr gut gemacht ist. Das bedeutet, die Basic-Sachen habt ihr von Anfang an dabei. Ja, ihr seid einfach so ein Survival-King. Ihr könnt euch aber später so einen Forschungstisch machen. Ihr müsst euch vorstellen als eine Art Tagebuch. Und dieses Tagebuch könnt ihr mit Materialien und Dingen füllen, die ihr gefunden habt. Das bedeutet, wenn ihr forschen wollt, müsst ihr erstmal schauen, okay, was kann ich aus Brettern machen? Was kann ich aus Holz machen? Was kann ich aus Seilen machen? Das wurde also hier nicht schlecht gemacht. Solltest du etwas komplett Neues also finden, kannst du das erstmal ins Buch reintun und dir werden dann Vorschläge gemacht, was du theoretisch daraus machen kannst. Und das ist, finde ich, dafür, dass du quasi erstmal nichts um dich herum zur Verfügung hast, eigentlich ganz schlau gemacht. Naja, und wenn du deinen Tech-Tree erweitert hast, kannst du natürlich auch mehr an deinem Boot machen. Du kannst es also größer machen, du kannst einen Segel dran bauen, um so ein bisschen die Richtung zu bestimmen, weil vorher kannst du das nicht. Mit diesem Segel bist du in der Lage, auch besser mit der Welt zu interagieren. Das heißt, du kannst Inseln ansteuern und diese natürlich von den Bäumen und so weiter befreien. Ja, Mangobäume geben nicht nur Planken und entsprechende Gräser, sondern auch Essen. Das heißt, im Midgame kannst du Dinge anpflanzen. Das Ganze geht über Mohrrüben und Kartoffeln, bis hin zu Palmen, Ananas, Mangos, worauf ihr gerade Bock habt. Die übrigens im Vergleich zu Subnautica sehr effizient sind, weil sie halt beide Materialien geben und sich sehr gut stacken lassen. Naja, im späteren Spielverlauf interagiert ihr mehr mit der Welt. Das heißt, ihr seid in der Lage, den Hai zum Beispiel mit einem Köder abzulenken, um auf Tauchfahrt zu gehen. Diese Tauchfahrten sorgen nicht nur dafür, dass ihr Sand und Lehm und Steine bekommt, um euch weitere Dinge zu bauen, wie zum Beispiel den Schmelzofen, und diesen natürlich für weitere Gegenstände zu benutzen, sondern ihr kommt dadurch an die Late-Game-Materialien wie Metall oder Kupfer ran. Naja, und das Late-Game fällt wie bei vielen Survival-Games so ein kleines bisschen flach aus. Aber da möchte ich jetzt nicht übertrieben viel verraten. Kommen wir nun zu den Besonderheiten und auch zu den Schwächen. Eine Besonderheit ist zunächst, in diesem Spiel ist auch ein bisschen Fortnite mit dabei, ne? Denn ich habe euch ja von den Inseln erzählt und diese zu benutzen ist gar nicht so einfach. Na, ihr müsst irgendwie an den hochklettern, das ist ein bisschen schwierig. Ihr seid aber in der Lage, solche Treppen zu bauen, okay? Ich muss einfach instant an Fortnite denken. Ist aber eine wichtige Mechanik, um wirklich die Inseln zu raiden, führt aber zumindest bei mir dazu, dass die Schiffe unfassbar hässlich sind. Okay, also mein Schiff ist ugly as hell. Ein bisschen eng hier. Ich bin nicht... Oh, doch, egal. Also, ich sag mal so. Ich habe schon auf YouTube, den Folgen, die ich aufgenommen habe, mehrmals gesagt, dass ich echt hässliche Schiffe habe, ne? Aber das ist halt ekelerregend.
Den Koop kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe den bei Pizmeet gesehen und ich glaube, Kutschi und Johnny werden auch einen machen. Und auch ist der Tech Tree in der Creative Mode nicht schlecht. Wie gesagt, die Idee des Tech Trees finde ich sowieso erstmal gut. Aber im Creative Mode habt ihr den ganzen Hunger und den ganzen Shit deaktiviert und könnt euch irgendwelche tollen Sachen machen. Na, da gibt es auch schon wieder 1000 Videos auf YouTube, wie Leute U-Boote bauen. Ist natürlich nur... ist nur Deko. Kommen wir aber nun zu den Schwächen und beantworten die Frage, lohnt sich ein Kauf? Denn zunächst besteht eine Problematik, dass wenig Content da ist, okay? Der Hauptcontent besteht erstmal darin zu überleben, zu craften, aber wenn ihr euer Boot fertig habt und langsam auf das Ziel des Spiels drauf zustoßt, werdet ihr feststellen, ja, da kommt irgendwie nicht so richtig viel. Hierbei gilt es aber zu sagen, dass die Creator des Spiels noch mehr geplant haben. Also es soll noch Content dazukommen. Also Missionen und einzelne Inseln und irgendwelche Schiffswracks und so weiter. Da kommen noch mehr, zumindest laut Plan. Ein anderer Punkt ist, dass die Welt relativ lame aufgebaut ist. Das bedeutet, du siehst keine Fische. Ich meine, du kannst die angeln und du kannst sogar ziemlich viele angeln, aber du hast im Prinzip im Meer nur den Hai. Das war's. Das ist ein bisschen boring. Naja, und die größte Schwäche des Spiels ist der Hai selbst. Es ist im Prinzip der einzige Gegner, den ihr habt. Und wenn ihr ihn oft genug abstecht, dann stirbt er auch. Das ist ganz praktisch, weil ihr kriegt super viel Nahrung und so einen Haikopf. Ja, damit könnt ihr auch dekomäßig was machen. Aber nach wenigen Sekunden spawnt quasi der nächste Hai. Das heißt, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man ihn killt und dadurch erstmal viel Freizeit hat. Ja, dass man in Ruhe erstmal grinden und farmen und tauchen und sowas kann. Denn was den Hai fehlt, ist so ein bisschen Suspense. Es gab natürlich ein paar Situationen, wo ich mich erschreckt habe. Ja, wo er mich einfach überrascht hat. Oh Gott, hat der mich jetzt erschreckt. Alter. Aber alles in allem ist der Hai eher nervig, weil irgendwann ist dein Boot so groß, dass er irgendwo irgendwas abknabbert und du kriegst es vielleicht gar nicht mit. Und er kann dich im Prinzip nicht aktiv bedrohen und baut aber durch seine hohe Frequenz keine Suspense auf, okay? Ich meine, es gibt ein paar Stellen, wo du wirklich so ein bisschen Angst hast. Und wenn man ängstlich ist, dann passiert das halt, gerade wenn du irgendwie tauchst und ihn dann plötzlich siehst. Aber du weißt ganz genau, wie viel du aushältst. Also 2, 3 Autotakes sind genug, du heilst dich auch über Zeit. Und ich finde, der Hai verliert super schnell seinen Gruselfaktor und wird einfach nur nervig. Du willst einfach manchmal in Ruhe tauchen und in Ruhe bauen. Aber durch diese Nervigkeit zögert sich das Ganze und das Spiel zieht sich unnötig in die Länge. Was ein kleines bisschen schade ist. Das heißt, am Ende des Tages kann ich sagen, ist ein solides Game, macht auf jeden Fall Spaß und ihr könnt auf den Zweitkanal vorbeischauen, denn da lade ich jetzt quasi Folge für Folge hoch. Und ich würde auch sagen, für 20 Euro lohnt sich das Ganze, gerade weil man es zu zweit zocken kann und von den Entwicklern auch die Information kam, dass noch mehr Content kreiert werden soll. Aber grundsätzlich ein solides Game, aber auch wie Subnautica, ein sehr, sehr abrupt erscheinendes Late Game, beziehungsweise Ende. Ja, Survival Games tun sich da so ein bisschen schwer, weil der Survival-Faktor halt im Mittelpunkt steht. Und gut, im Prinzip war es schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Raften.